Hi, hier ist die Veri mit Veris Vision Quest. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu diesem Video, zu dieser Legung. Ja, für genau jetzt. Welche Botschaften schenkt uns das Universum? Wir werden das als Auswahlorakel machen und drei Stapel hier haben. Und du kannst direkt nach dem Tarot wählen. Es sind also Tarotbotschaften in dieser Legung, ausschließlich keine Orakelkarten dabei. Und ich habe aus einem Deck ja eine große Arkana gezogen. Vielleicht möchtest du die als Bild nehmen, als Auswahl für deine Legung, für deine Botschaften. Ja, und interessant natürlich, wenn diese Karte dann in der Legung dann auch vorkäme. Ja, spür rein, wo du dich wiederfindest. Stapel 1 mit dem Leitzierstarot, Deutsch Licht- und Schattentarot. Und da ist der Eremit rausgefallen. Spannende Eremit hier. Stapel 2 mit dem Mystic Mondays Tarot. Da sieht der Eremit so aus, die Eremitin. Und aus dem Gentle Tarot Stapel 3 wird das hier mit diesem eingerollten Fuchs dargestellt, der Eremit. Ja, wähle deine Botschaften, spür rein, ja, wo schwingst du hier mit, was stößt dich an, nimm die Impulse mit, die dich inspirieren und ja, dann treffen wir uns gleich bei deinen Botschaften des Universums. Hallo und willkommen Stapel 1 zu deinen Botschaften des Universums für genau jetzt, wenn du hier reinschaust. Ja, und genau für dich, wenn du hier gelandet bist. Und wir schauen mit dem Leitzierstarot auf Deutsch Licht- und Schattentarot. Und ja, 9 Karten hätte ich gerne für Stapel 1. Was solltest du jetzt wissen? Was ist jetzt wichtig für dich? Bitte für Stapel 1. 2 der Kelche. Na, bitte immer eine nach der anderen. Danke. 6 der Stäbe. 4 Stapel 1. Was wird wichtig? Ups, das sind 2. Nehmen wir die. Der Magier. Die Herrscherin. Was dürfen wir erfahren hier für dich für Stapel 1? Königin der Schwerter, deine Energie. Sehe ich auf jeden Fall. Liegt hier in der Mitte die Hauptenergie für diese Legung. 6 der Münzen. 10 der Stäbe und noch 2 Karten bitte für dich für Stapel 1. Die Gerechtigkeit. Ups, eine bitte nur für Stapel 1. Et voilà. Und die 9 der Münzen. Ja. Wie gesagt, deine Energie und ich sehe dich in eindeutige Klarheit, was deine Gefühle anbelangt. Und du schaust auch schon hier in die Zukunft auf die 6 der Münzen oder sogar hier darüber hinaus zwischen den 6 der Münzen, dem Magier. Und hier liegt jetzt keine weiterer König oder Königin, aber ich meine, mit der 2 der Kelche weißt du sehr genau, um wen es hier geht. Und das ist auch schon hier mit der Herrscherin in dir schon lange am Wachsen. Und vielleicht geht es auch um eine heimliche Beziehung hier oder die bisher, von der bisher niemand wusste und die jetzt hier 6 der Stäbe in die Öffentlichkeit kommt, beziehungsweise öffentlich gemacht wird von
dir und deinem Gegenübe, der hier eben oder die hier nicht auftaucht. Und mit dem Marker meine ich, dass du darüber entscheiden wirst, wie, wo, auf welche Art und Weise das eben bekannt gegeben wird. Und du hast vielleicht eine Zeit gebraucht, um dir sicher zu sein, ob dieses Verliebtsein, ob es da weitergeht, und hast dich entschieden und hast vielleicht jetzt auch schon entschieden, etwas hinter dir zu lassen. Das kann dann ein Umzug zum Beispiel sein. Es kann natürlich auch vielleicht eine Beziehung sein, die du beendet hast oder jetzt beenden wirst. Ja. Auf jeden Fall wird diese Entscheidung dich erleichtern. Und wichtig ist für dich, wenn es sich hier um einen, ja, vielleicht noch Partner handelt, dass du hier nach dem Prinzip der Fairness, des guten Ausgleichs hier handelst, was immer der andere da vielleicht sieht. Aber du, wie gesagt, du schaust schon in die Zukunft, hier schaust du auch mit der 9 der Münzen hinauf. Es geht alles, der Blick in die Zukunft und ja, in die Weite, in die Höhe, würde ich mal sagen. Und 6 der Münzen, da ist ein guter Austausch zwischen dir, ein gutes Geben und Nehmen zwischen dir und deinem Gegenüber. Und ich meine, du bist auch bereit, in diese Beziehung, ja, wie immer die geartet ist, auch den vollen Einsatz zu bringen, ja, dass du bereit bist, für diese Beziehung etwas zu tun. Ja, du hast die Kraft der Königin der Schwerter, wie gesagt, starke Energien. Und was immer du hier noch zu verabschieden hast, wichtig ist, dass das ein sauberer Abschluss ist. Wenn es sich hier zum Beispiel um einen Arbeitsplatz handelt, ja, das kann natürlich auch sein, dass hier schon lange bei dir der Gedanke ist, das Bisherige zu verlassen, was Neues zu machen, wo du ja hier auch mehr Anerkennung bekommst, wo du vielleicht auch eben mehr im Licht stehst. Bisher vielleicht bist du eher im Schatten, da hat man dich nicht wahrgenommen, hat deine Leistung nicht wertgeschätzt, nicht gesehen vielleicht sogar. Ja? Aber auch da auf dieser Ebene ist dir Erfolg beschieden, und wenn es darum geht, einen neuen Vertrag zu unterschreiben, dann ist das jetzt bestimmt ein recht guter Zeitpunkt. Ja? Auch da haben wir eine gute Balance, ja, zwischen Geben und Nehmen, und auch hier die 9 der Münzen, auch nach Höherem hier greifen und bereit zu sein, alles zu geben, alles in diese Sache, in diese Beziehung, in diesen Arbeitsplatz, vielleicht auch in diesen damit verbundenen Umzug hier alles reinzulegen und das Bisherige hier sauber und fair abzuschließen, wenn es sich zum Beispiel ja um den bisherigen Arbeitgeber geht, dass man hier eine gute Lösung findet und auch einfach im Guten auseinander geht. Ja? Ich sehe hier keine negativen Energien. Vielleicht ist das, was ja in der Vergangenheit war, hier für dich eben schon zu einer schwer geworden, beschwerend, ja, nochmal, weil einfach du nicht gesehen wurdest, und jetzt ist es eben Zeit, hier ins Rampenlicht auch zu kommen. Ja, nochmal, auch wenn es um Arbeitsplatz geht oder um eine Beziehung. Ja, auf jeden Fall 2 der Kelche, da ist dein Herzblut drin, geht ganz klar um das Thema Verbindung, und hier hast du alle Elemente, eben alles in der Hand, um zu entscheiden, wie du jetzt weitergehen wirst. Wie gesagt, Erfolg sei dir hier auf jeden Fall beschieden. Ja? Und was immer dann hier geboren werden wird. Wow, Stapel 1, tolle Energie.
freue ich mich dolle für dich. Und in diesem Sinne denke ich an dich, wünsche dir was und sage bis ganz bald. Ciao, ciao. Hallo und willkommen Stapel 2 zu deinen Botschaften des Universums für, ja, genau jetzt und ja, auch genau für dich. Stapel 2, das ist das Mystic Mondays Tarot und bitte, ja, 9 Karten für dich für Stapel 2. 2 der Schwerter. Ziemlich rutschig, die Karten. 2 der Stäbe. 2 die Sonne. Schon ganz spannend, wenn du hier deinen Kopf entknotest, dann wird sich ein Weg zeigen. Bitte für Stapel 2. Na, will keine raus. Du bekommst den Hierophant, große Arkana, den Turm als Hauptenergie hier in der Mitte, die Hohepriesterin, huiuiuiui, 3-mal große Arkana, Sonne auch schon große Arkana, 8 der Münzen, König der Schwerter und 3 der Kelche. Ja, Stapel 2. Es braucht möglicherweise einen Aha-Effekt, eine Überraschung, etwas, was dich aufrüttelt. Du bist, wie gesagt, hier im Kopf, das ist ja auch die Geistesebene hier, irgendwie verknotet, irgendwie dein Gedankenkonstrukt, da passiert nichts, das ist festgefahren und es ist jetzt Zeit, dass sich das löst. Interessant, dass diese Blitze hier, als ob die hier in diese 2 der Stäbe übergingen, so wirkt das hier auf mich, ja, und dieses Bam-Ereignis oder dieses vielleicht auch innere plötzliche, so ein wie eine Eingebung, ja, so ein, ja, ich hab's Effekt, Heureka-Effekt, dass der dafür der Auslöser sein wird, dass du einen Weg hier erkennst. Und manchmal weiß man nicht unbedingt, wo der Weg dann hinführt. Aber das ist auch nicht der wesentliche Punkt. Der Punkt ist, aus diesem Geschlossensein, aus dieser geschlossenen Gedankenwelt hier rauszukommen. Und dann wird ja, sich für dich auch alles erhellen hier mit der Sonne. Ja, hier ist kein Platz für Licht, hier ist kein Platz für Entwicklung bisher gewesen. Aber das kommt ja, wie gesagt, mit dem Turm durch eben eine innere plötzliche Erkenntnis, kann aber auch durch ein Ereignis von außen hier angestoßen werden, vielleicht auch durch die Begegnung mit diesem König der Schwerter. Oder vielleicht bist du in Beziehung mit jemand, der diese Qualität, die Luftqualität hat. Das wäre möglicherweise auch Zwilling, Waage, Wassermann, König der Schwerter. Und durch diese plötzliche Erkenntnis, sag ich mal, wirst du auch deinen Sinn wiederfinden, ja, der hier auch in diesem Kopfklomerat verloren gegangen ist, ja, die Verbindung auch zu deinem höheren Selbst. Hier ist viel zu viel sogenannter Verstand. Man sagt ja auch, dass die Zweifel und der Verstand wird immer dafür sorgen, dass du Zweifel hast. Der sagt immer, wenn du Ja sagst, dann kommt der Verstand und sagt Aber.
Und jetzt, anstatt weiter hier innerlich verwirrt zu sein, hier die Verbindung eben zu deinem höheren Selbst, auch zu einem höheren Sinn und das in Verbindung, das weist ja hier auch immer in die Zukunft, die hohe Priesterin, also in Verbindung mit deiner Intuition, mit deinem inneren Wissen. Und die hat ja hier auch ein Auge, ja, auf der Stirn, auch diese Öffnung dieses Chakras sehe ich da. Und es deutet schon darauf hin für mich, dass diese Erkenntnis von innen kommt. Wie gesagt, sehr plötzlich, manchmal, ja, wenn man einen Knoten hat, der sich nicht mehr entwirren lässt, dann ist das wie ein gordischer Knoten und dann muss man den durchhauen. Den kann man eben nicht mehr mit den Fingern oder sonst wie aufdröseln, auseinanderbringen, sondern es ist ein klarer Schnitt erforderlich und vielleicht bekommst du Unterstützung. Und es sieht so aus, auch mit der 3 der Kelche, 9 der Münzen, Unterstützung hier oder auch den Anstoß von diesem König der Schwerter. Wir hatten in der ersten Legung die Königin der Schwerter. Vielleicht gibt es da auch eine Verbindung in irgendeiner Form hier für dich, weil mit 3 der Kelch gibt es was zu feiern, mit 8 der Münzen, ja, da ist was am Wachsen, da gibt es auch viel zu lernen, viel Neues, meine ich, auszuprobieren. Ich sehe dich, wie gesagt, auf einem ganz neuen Weg, der ja hier auch in Wellen verläuft, also keine Autobahn. Also auch schon ein Auf und Ab ist da drin, aber ich meine in recht angenehmer Weise. Es sieht nicht nach Absturz aus. Ja, und wenn du ja dein Hirn hier entknotest, wenn du diesem vermeintlichen Verstand vielleicht auch nicht mehr so viel Bedeutung beimisst, darauf weist die hohe Priesterin hin, sondern dich eben auf deine Intuition, auf dein inneres Wissen hier verlässt, dann wird die Sonne hier für dich strahlen, ja, und ich sehe ja auch dich hier vor allem. Statt verknotet, vollkommen entknotet, vollkommen gelöst und ja, 3 der Kelche, ein Grund zum Feiern, was immer das hier bei dir konkret bedeutet und was hier bam, plötzlich aufgeht. Vielleicht sagst du, dass du dich hier mit diesem König treffen willst, vielleicht magst du dich auch noch mit ein paar anderen Menschen zusammentun und das feiern, ja, was hier bei dir dann passiert sein wird. Und ich bin ja auch bei dir Stapel 2 natürlich ganz dolle gespannt, was diese Entknotung bringen wird und vor allem wie das bei dir ausgelöst wird, freue mich natürlich diesbezüglich auch über Rückmeldungen. Von mir jedenfalls alles, alles Gute und in diesem Sinne denke ich an dich, wünsche dir was. Bis bald. Ciao, ciao. Hallo und willkommen, Stapel 3 zu deinen Botschaften des Universums, ja für genau jetzt, wenn du hier reinschaust. Und klar, genau jetzt für dich mit dem Gentle Tarot fragen wir, was sollst du wissen, was darfst du wissen, was hilft dir jetzt weiter? Stapel 3, bitte 9 Karten für Stapel 3, deine Botschaften des Universums. Ups. Große Arkana, die Temperance, die Mäßigkeit, 9 der Steine, 9 der Münzen, das ist ein bisschen viel. Klatsch für Stapel 3. Was erfahren wir, dürfen wir erfahren? 10 der Stäbe. Die 6 der Münzen, hier 6 der Steine, bitte für Stapel 3, die 2 der Stäbe,
der Tod. Und die guckt auch raus. Der Eremit. Und der war ja auch bei der Auswahl die ausgewählte Karte. Der Bube, der Page der Steine, der Münzen. Hoppala. Und die Liebenden. Große Arkana. Wow. Stapel 3 für dich. Großes Thema. Dein inneres Gleichgewicht. Und du bist schon längst auf dem Weg, so wie ich das hier in der Abfolge sehe. Und für dich ist wichtig, dein Selbstbewusstsein auch wieder zu finden. Und das ist natürlich verbunden auch mit dem Gleichgewicht. Vielleicht hast du dich nicht gut genug gefühlt. Vielleicht hat auch jemand dir immer wieder dieses Gefühl vermittelt, nicht gut genug zu sein. Und du hast dich vielleicht dann auch klein gemacht, dein Licht unter den Scheffel gestellt, wie es immer so schön heißt. Und jetzt darf das endlich vorbei sein. Und das ist dir, das ist die Geistesebene dir auch klar. Du wirst dir die Zeit nehmen, einmal natürlich hier zum Genießen, 9 der Münzen. Du darfst stolz auf das sein, was du bis jetzt erreicht hast. Und das wird dich nicht nur selbstbewusst machen, das wird dich auch wehrhaft machen. Und zwar im allerbesten Sinne. Ja? Hier stehst du hinter den Flammen und dann wird dir so leicht keine mehr etwas anhaben können. Stapel 3. Ja? Du hast dich auch mit dem Eremit emotional bisher dann auch zurückgezogen. Es kann hier schon um deine Liebesbeziehung, deine Partnerschaft hier gehen. Die Frage ist, hat hier die Balance von Geben und Nehmen eben nicht mehr gestimmt? Ja, da hat vielleicht einer viel gegeben, der andere nur genommen. Du machst dich hier, das ist deine Hauptkarte, Stapel 3, 2 der Stäbe, auf zu neuen Höhen. Ja? Interessant, mit diesen 2 Rosmarinzweigen in der Hand geht es hier nach oben für dich. Und das kann auch heißen, wenn du hier auch ganz anders auftreten wirst, wenn du einfach ganz anders sein wirst, wenn du dich eben ganz anders fühlen wirst, dass hier was zu Ende geht, dass die bisherige Beziehung zu Ende geht. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass so wie es bisher war, es nicht weitergehen kann. Und nur wenn hier Klarheit herrscht über das Bisherige und auch der Cut gemacht wird, dann wird auch Raum für Neues geschaffen, ja. Also wenn du in einer Beziehung bist, bin ich der Meinung, dass durch deinen inneren Wandel, ja, sich die Beziehung entweder verändern kann oder sie endet. In der Zukunft liegen die Liebenden. Hier liegt die Herzensentscheidung. Zusammen mit dem Bube, Page der Steine, der Münzen und ja, mit dem Reh, da ist vor allem das Thema Mitgefühl angesagt, ja. Also wie immer es um deine Beziehung bestellt ist, wichtig ist, dass du ganz du sein kannst, selbstbewusst, genießerisch, ja, offen, ja, frei, in deinem Gleichgewicht und eben in diesem Gleichgewicht auch von Geben und Nehmen. Und du hast dir viel Zeit genommen für dich, um herauszufinden, wie es dir geht, wie du weitergehen kannst. Hier liegt bei dir auch das Mitgefühl eben. Ja, du verstehst, du hast auch Verständnis für diese ganze Beziehung, für diese ganze Situation. Und
bist bestimmt auch empfänglich dafür, dass es eben weitergehen kann, aber für dich muss das eine Weiterentwicklung sein und eben nicht mehr so, wie es bisher war. Und dann wird es auch zu einer klaren Herzensentscheidung hier kommen. Es liegt natürlich kein König, keine Königin hier, aber das ist wahrscheinlich auch nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass es diesen guten Ausgleich, diese gute Balance zwischen Geben und Nehmen geben muss in einer Beziehung, ob es nun eine Liebesbeziehung ist oder vielleicht irgendeine andere Beziehung, ein Freund, eine Freundin, ein Chef, ein Arbeitskollege, ein Familienmitglied, wie auch immer. Das Geben und Nehmen war nicht mehr im Gleichgewicht. Und erst wenn du wieder in deine Stärke, in deine Kraft kommst, in dein Selbstbewusstsein, dann wirst du dich vielleicht auch nicht mehr ausbeuten lassen, ja, oder nicht einfach geben und geben, ohne dass hier die entsprechende Resonanz kommt. Ja, du wirst, wie gesagt, sehr wehrhaft sein. Es wird Zeit, dass hier Raum für Neues geschaffen wird, dass hier alte Strukturen zusammenfallen, und dass es auf einem höheren, auf einem anderen Level hier weitergeht. Ja, für dich Stapel 3. Ja, ganz starke Energien für dich. Dich sehe ich hier sehr, verwurzelt auch an. Ja. Und dass du jetzt eben erkennst und das auch leben wirst, dass, wie gesagt, es immer in guter Balance sein muss. Und das heißt nicht, dass man da Buchhaltung führt, ja. Aber es muss insgesamt dieses Gefühl da sein, dass auch du natürlich wertgeschätzt wirst, dass du respektiert wirst, ja. Dass du hier auch dich weiterentwickeln darfst. Ganz wichtige Botschaft für dich. Und das ist interessant, dass das Reh, sehe ich jetzt erst nochmal, auf die Liebenden schaut. Schau gerne mal in das Reh-Video von mir rein. Findest du auch in der Playlist über Krafttiere. Mitgefühl, Liebe, dafür steht das Reh ja auch. Es schaut auf die Liebenden. Also, Stapel 3, mit voller Kraft hier. Voraus, verwurzelt, geerdet, du darfst genießen, du darfst sein, wie du bist, mit all deinen Stärken und auch mit Schwächen, ja. Aber lass dich eben nicht übervorteilen, lass dich hier nicht, auch emotional, hier nicht mehr ausnutzen, ja. Es liegt an dir, hier eine gesunde Grenze auch zu schaffen mit dieser Feuerwand. Also wenn es nötig ist, ja, sonst haben wir hier die 9 der Münzen, ganz offen, ganz entspannt, aber wenn dir hier wieder jemand kommt und dich irgendwie wieder angehen will, vielleicht klein machen will, dann machst du hier das Feuer an, Stapel 3. Ja, wow, bin ich ganz dolle neugierig, freue mich über Rückmeldungen, wünsche dir natürlich alles, alles Liebe und in diesem Sinne denke ich an dich. Wünsche dir nochmal was und sage bis ganz bald. Ciao, ciao.